Als nächste Rednerin haben wir die Anna Krishan, als die Landesvorsitzende der Jungen Liberalen hier in Berlin. Herzlich willkommen, Anna. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind keine schönen Wetterliberalen und stehen ja auch im Regen und setzen uns auch im Regen für die Cannabis-Legalisierung ein. Ich freue mich ganz herzlich, dass wir als junge Liberale hier sein dürfen heute. Und wenn man eins gesehen hat, ist, dass die Prohibitionspolitik der letzten Bundesregierung beim Thema Cannabis absolut gescheitert ist. Ja, Mann. Der Girlie ist voller Dealer, die Warschauer Brücke ist voller Dealer, die Turmstraße ist voller Dealer. Und die Polizei muss sich damit rumschlagen, Privatpersonen für Kleinstmengen zu verfolgen. Na, die Polizei hat auch viel, viel Besseres zu tun. Minderjährige kommen ohne Probleme an Gras und niemand untersucht die Qualität. Und diese Beschreibung des Ist-Zustands ist eine Bankrotterklärung an die Drogenpolitik der letzten schwarz-roten Bundesregierung. Mit einer Legalisierung von Cannabis würde man endlich dafür sorgen, dass diese der Droge Alkohol gleichgestellt ist. Und mir ist es doch egal, ob jemand zu Hause sein Bier trinkt oder seinen Joint raucht. Das sollte auch dem Staat egal sein. Indem man Privatpersonen für Eigenbesitz verfolgt und Cannabis in die Schmuddelecke stellt, spielt man nur den Dealern in die Hände. Die Verfahren gegen Konsumenten kosten den Staat Unmengen an Geld und Zeit und Jugendschutz kann so auch nicht effektiv umgesetzt werden. Das geht nur mit der Legalisierung und führt doch endlich dazu, dass Qualitätskontrollen stattfinden, sodass jeder ohne Sorgen sein Produkt konsumieren kann. Die Prohibitionspolitik ist gescheitert und verursacht viel mehr Probleme, als sie löst. Trauen wir den Bürgern endlich selber zu, ob sie kiffen wollen oder nicht. Deswegen fordern wir als junge Liberale die Legalisierung des Besitzes von und privaten und kommerziellen Anbau und Verkauf als Genussmittel an Volljährige und aber auch eine konsequente Regulierung, damit ihr alle auch den Stoff habt, den ihr haben wollt und es endlich echten Jugendschutz gibt. Und die FDP-Ferengis tun sehr wohl was dafür. Ist sehr erfreulich, unser Justizminister Marco Buschmann hat jetzt gemeinsam angekündigt mit dem Gesundheitsminister, wie es ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dass sie endlich die rechtliche Grundlage schaffen wollen, damit die Cannabis endlich legal wird. Und der erste Gesetzesentwurf soll auch in diesem Jahr noch kommen. Und wer weiß, wie langsam Regierungen arbeiten, weiß, dass es deswegen ziemlich schnell ist. Und es wird Aussicht darauf gegeben, dass Cannabis im nächsten Jahr vermutlich endlich legal werden kann. Und wir Julis, für uns ist das ein enormer Erfolg, denn wir, genauso wie hier die Veranstalter der Hanfparade, setzen uns schon seit über 20 Jahren für die Cannabis-Legalisierung ein. Und wir haben unsere Mutterpartei da immer getrieben und sind sehr stolz darauf, dass ein FDP-Minister da maßgeblich an der Umsetzung der Legalisierung beteiligt ist. Die Drogenpolitik darf aber nicht bei Cannabis aufhören. Cannabis gehört dringend legalisiert. Gleichzeitig werden wir Julis Berlin uns weiterhin dafür einsetzen, dass alle Drogen entkriminalisiert werden. Denn harte Drogen und die den Ruf haben, solche zu sein, sind im Berliner Nachtleben längst angekommen. Und Angebote wie Drug-Checking sind ein erster guter Schritt, aber sie reichen nicht. Langfristig müssen wir auf eine Entkriminalisierung hinwirken. Denn Menschen, die wirklich Suchtprobleme haben, die brauchen keine Polizisten, die brauchen auch keinen Gerichtssaal oder gar ein Gefängnis, sondern die brauchen Hilfe. Und wer mal was Härteres als Cannabis konsumieren will und niemandem dabei schadet, der soll das abends machen, genauso wie ich mein Glas Wein trinke. Ja? Deswegen, mit der FDP, die Cannabis-Legalisierung kommt, die Liberalen in der Bundesregierung wirken und machen einen Unterschied. Die Ampel wirkt und wir erreichen echten progressiven Fortschritt. Und hoffentlich können wir im nächsten Jahr dann hier auch die Cannabis-Legalisierung feiern, machen wir den Dealer arbeitslos und machen wir Cannabis endlich legal. Ja, vielen Dank an die Anna.
Da fällt mir nur noch zu ein, dann hoffen wir doch, dass dann auch nicht nur Apotheken die harten oder auch die weichen Drogen verkaufen werden, so sie denn eines Tages legal sind. Ja, da müssen wir immer genau drauf achten, wer dann am Ende das Geld daran verdienen will. Auch darum geht es zurzeit. Ja. Als nächstes